einen Abstecher in den europäischen Film. Und zwar geht es um die kroatische Komödie Gott verhüte. Gott verhüte ist aus dem Jahr 2014, geht ca. 93 Minuten lang und ist ab 12 Jahren freigegeben. Und seitdem, jetzt muss ich kurz nachschauen, 20. Februar 2015 im Handel erhältlich und erzählt die Geschichte des jungen geistlichen Fabian, der auf einer kleinen dalmatinischen Insel die Nachfolge eines alten und beliebten Dorfpfarrers antreten muss. Doch das ist dort gar nicht so leicht, denn Fabian hat ein paar kleine Probleme, nämlich er kann nicht singen, er kann nicht bohnen, er kann auch nicht Seniorenfußball spielen. Und als er dieses Amt antritt, fällt ihm etwas ganz Makaberes auf, und zwar, dass die Geburtenrate relativ gering ist und die Sterbensfälle relativ hoch sind. Und da gibt es natürlich einen Grund. Und zwar erfährt er, dass es sogenannte Kioskstände gibt, und Anführungszeichen, die Kondome verkaufen. Diese Kondome verkaufen sich auf dieser Insel sehr gut, doch das gefällt Fabian nicht. Und so hat er sich gedacht, okay, ich mache jetzt aus diesem Sterberaten, die einfach zu hoch sind, etwas weniger, und ich möchte einfach, dass es mehr Kinder, beziehungsweise dass die Leute mehr Kinder bekommen. Und so hat er einen ganz gerissenen Plan, nämlich er denkt sich, naja, man kann ja eigentlich mit einer ganz dünnen Nadel diese Kondome mit der Packung zusammen durchstechen, so dass, wenn jemand dieses Kondom benutzt, auf eine richtige Art und Weise, dass da natürlich auch ein Kind entstehen kann. Und das ist im Grunde genommen der Plan. Und dieser Plan tritt allmählich, so langsam, aber sicher aus den Fugen, und es gibt so einige Turbulenzen. Das ist die Grundgeschichte von Gott verhüte. Und wir haben hier, wie gesagt, und das ist jetzt wirklich kein Spaß, keine US-amerikanische Komödie, sondern eine kroatische Komödie aus dem Jahr 2014. Und ich habe mich auf den Titel einfach eingelassen. Ich habe den Trailer zuvor nicht gesehen. Ich habe nur den Titel gesehen, habe gesehen, das sollte eine spritzige Komödie aus Kroatien sein, und habe mich auf den Film eingelassen. Nur ganz ehrlich gesagt, die ersten 30 Minuten von diesen 93 sehen sich sehr flüssig an, ist auch mit ein paar Schmunzlern versehen, wirklich typisch europäischer Film, kann man sagen, aber dann wird es bis zu den letzten 60 Minuten wirklich sehr zäh und langatmig. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich nie wirklich gelacht habe, sondern mehr geschmunzelt habe bei dem Film, aber das ist so ein typischer, es ist jetzt nicht so richtiger Slapstick-Film und nicht so ordinär und Anführungszeichen und pervers wie die US-amerikanischen Komödien dieser Art, aber ganz ehrlich gesagt, das ist ein Film, den kann man sich ansehen, bei dem aber die Erwartungen ziemlich runterschraufen soll, denn auch bei Amazon hat er bis dato nur 3,5 Sterne von 5, und das sollte im Grunde genommen ja nichts heißen, aber ganz ehrlich gesagt, ich habe nicht ein einziges Mal richtig laut gelacht, sondern ich habe ehrlich gesagt so 10-15 Mal geschmunzelt, und das eigentlich auf eine, wo man sagen kann, auf eine Art, wo man sagen kann, wie gesagt, ja, das ist eine ganz nette Komödie, aber wie gesagt, der Oberkracher ist es nicht, und nicht unbedingt als eine Empfehlung. Wenn man diesen Film nicht gesehen hat, ist es keine Schande, wenn man so auf leichtere Komödien, die nicht im US-amerikanischen Raum gemacht worden sind, steht, dann ist es im Grunde genommen eine kleine Empfehlung im Bereich Komödien, was im europäischen Raum das Thema Sex ja irgendwie anders behandelt wird im US-amerikanischen Raum. Muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man jetzt einen europäischen Film ansieht, der das Thema Sex behandelt, und dann einen US-amerikanischen Film, ja, der das Thema Sex behandelt, dann hat man hier zwei irgendwie unterschiedliche Auffassungen, ja, wo man sagen kann, die US-Amerikaner sind mehr, ja, freizügiger, und da geht es so richtig so zur Sache. Bei den Europäern hat man irgendwie das Gefühl, ja, das ist ein bisschen zurückhaltender, aber dennoch beim Thema bleibend, und soll heißen, Gott verhüte ist ein kleiner, feiner Tipp, aber nicht unbedingt eine Empfehlung für Cineasten geeignet, wo man sagen kann, ja, das ist ein speziellerer Film, den nicht jeder kennt, den kann man sich, wie gesagt, anschauen, aber ist nicht für den Mainstream, wo man sagen kann, Gott verhüte, das ist die Komödie schlechthin, ist es leider nicht, und soll heißen, dieser Film bekommt von mir als Komödie leider nur, weil er eben doch Schmunzler hat, aber sich doch irgendwie, was positiv an dem Film ist, sich nicht jetzt nur aufs Perverse sich orientiert, bekommt er als Komödie, wie gesagt, 6 von 10 möglichen Punkten, und insgesamt finde ich ihn auch irgendwo so im oberen Mittelfeld, nämlich 5,5 von 10 möglichen Punkten. Das hat mir irgendwie leid. Die ersten 30 Minuten, wie gesagt, sind top, sind flüssig, sind auch ein paar Schmunzler dabei, aber dann zieht sich der Film, und das ist irgendwie sehr, sehr schade. Habt ihr den Film gesehen?
sehen oder werdet ihn euch jetzt anschauen, dann schreibt es mir in die Kommentare, lasst mir ein Abo da und kommentiert dieses Video und ja, DVD, Blu-ray und Trailer-Link findet ihr wie immer in der Infobox. Da oben seht ihr ein i, da seht ihr weitere Reviews zu meinen bisherigen Komödien und ich muss mich in dem Fall wirklich entschuldigen, dass ich so wenig Videos in diesem Monat noch gemacht habe, aber ja, es ist sich von der Zeit her nicht wirklich ausgegangen, aber ich möchte jetzt versuchen, wirklich regelmäßig wieder Filme zu machen. Das war's von mir, wir sehen uns bis zum nächsten Mal ganz bestimmt. Tschüssi, Baba.